nicht glücklich damit. Gar nicht glücklich. 1:1 steht sie aber dadurch und es bleibt spannend in der Partie. Da freuen wir uns natürlich drüber. Sehr schön. Denn wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob das hier so sehr schnell vorbei sein wird. Ich hätte keine Lust auf eine halbe Stunde und dann wieder Tschüss sagen. Dass so ein einziges Best-of-5-Conquest-Match ist. Von daher ist natürlich ein 3:2 hier das Wunschergebnis von uns. Ja. Aber die gehen direkt ins nächste Match und wir sehen den Facehunter von Ikarus. Gegen den Midrange. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie die Erfahrung von Ikarus jetzt hier ins Spiel kommt. Denn gegen ein Deck zu spielen, hilft auf jeden Fall, um es zu verstehen. Aber selber zu spielen, ist nochmal ein ganz anderer Schnack, wie der Norddeutsche sagt. Greetings, Traveler. Doppelhunter, da freut sich das Internet. Ja. Midrange gegen Facehunter, das ist immer so eine Geschichte. Denn wenn der Midrange-Hunter nicht so gut zieht, gewinnt der Facehunter sehr, sehr oft. Hat mir Ikarus auch so erklärt, er sagt sich, okay, wenn du als Facehunter den perfekten Draw hast, kann dein Gegner wenig machen, wenn er keinen Heal hat. Ja. Und wenig Taunts. Und sind wir ehrlich, nein, er hat einfach maximal 4 Taunts im Deck. Nämlich Misha, wenn er sie kriegt aus dem Animal Companion und dann vielleicht 2 Houndmaster. So, und direkt, wow. Doppel Scientist. Ja, sehr cool. So, er könnte jetzt natürlich einen Wolf Rider einfach aufs Gesicht jagen, aber Abusive Sergeant Hero Power sieht irgendwie ein bisschen lukrativer aus. 5 Schaden direkt, sehr gut. Und... Wow, er tradet den Scientist tatsächlich, sagt sich, okay, ich möchte die Freezing Trap hier mit einem meiner 1-1er triggern quasi. Und die Highman, die Maynard im letzten Game nicht hatte, hat er jetzt. Lothab auch mit dem Deck, sehr interessant. Das ist eine Karte, die auf jeden Fall noch eine Rolle spielen könnte, wenn er mit dem Deck jetzt verlieren sollte. Ja. Möchte er seinem Gegner nicht zeigen. Ich meine, die spielen im gleichen Team. Die wissen wahrscheinlich schon, was sie gegeneinander spielen. Mhm. Tradet hier sogar seinen Scientist, einfach nur um die Falle rauszubekommen. Okay. Glaive Zuka. Ach, vor allem ist super wichtig zum Finishen. Also, du willst ja eh finishen, wahrscheinlich mit dem Kill Command, Quickshot und sowas. Mhm. Luffel ist dagegen einfach nur die Anti-Karte. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt aber auch wahrscheinlich, wir sehen 2 Traps bei Maynard T-Cox, wenn ich das richtig sehe. Und das, also eine davon ist eine Freezing Trap, das wissen wir. Aber es würde mich sehr wundern, wenn die andere nicht eine Snake Trap ist. Ja. Das bedeutet gleichzeitig, dass er wahrscheinlich nicht ein einziges Minion mehr angreifen wird hier, der Facehunter, wenn er vorher schon... Aber es geht, er hat Unleashed Hounds. Plus nochmal die Snake Trap gegen den Gegner. Hounds. Super Karte. Das stimmt, als Burst würde er es vielleicht nochmal benutzen. Ja, ja, hast du recht. Aber ansonsten geht es ja einfach pur aufs Gesicht, bringt seinen Gegner auf 22 und wird das auch weiter einfach nur kaputt jagen. Das goldene Gesicht von Maynard hier. Wow, oh, Quickshot. Möchte seinem Gegner so wenig Tokens wie möglich anbieten oder denkt sich, nee? Wow, aufs Gesicht geht's sogar. Ach, guck mal, gleich, wenn du jetzt rein theoretisch traden würdest, hast du 4er Board mit 1-1. Ja. Super, mit dann die Schwerhorn zusammen jetzt. Es wird auf jeden Fall einen 3er Drop geben. Ja. Oder eine 3-Mana-Karte diese Runde. Hm. Für Ikarus. Alles andere wäre ein bisschen zu passiv. Überlegt sich jetzt gerade, mache ich das mit Unleash, jetzt mit Unleash oder nicht? Lohnt es sich oder nicht? 4-1-1er. Und kann ich die überhaupt auf das Gesicht meines Gegners jagen? Was ist, wenn er sein eigenes Unleash hat und einfach kontert? Das wäre natürlich ein bisschen bitter. Ja. Was ist denn so das Typischste, was ein Facehunter jetzt macht? Ich würde sagen Face gehen. Wolf Rider Hero Power vermutlich. Irgendwie sowas in die Richtung. Arcane Golem möchte man wahrscheinlich noch nicht ganz spielen. Das nee, noch nicht. Vor allem die Haymain, ja. Das ist es. Aber selbst dann ist die Frage, wie gut ist die Highmain hier? Denn, die wird eh nur ignoriert. Die wird einfach hart ignoriert. Houndmaster wäre noch was anderes dazu. Das wäre eine sehr gute Kombo. Oh, es ist einfach so finster aus der Sicht des Midrange Hunters, dieses Matchup. Denn man hat auf jeden Fall eine Gewinnchance, aber man hat sie immer nur dann, also man muss kapieren, wann man quasi den Switch umflippt, um selber einfach nur aufs Gesicht zu drücken. Und er behält sogar seine Waffe hier, damit er, die Snake Trap bequem auslösen kann, um seinen Unleash auszubauen. Das sollte hier ein bisschen die Aufmerksamkeit wecken. Lothab. Von Maynard. Spielt hier Lothab und beendet sofort die Runde. Das bedeutet, keiner Unleash diese Runde. Das ist das nächste Unleash. Boah, und die Mana. Jetzt wird weiter aus Face gegangen. 6 Schaden und noch 2 garantierte vom Leppernome, es sei denn, es kommt ein Silence. Das sieht hier wirklich gar nicht gut aus für Maynard. Im dritten Spiel der Series. So, da kommt der Knife-Juggler. Abusive Sergeant wird auf jeden Fall gespielt werden. Hier alles andere würde mich sehr wundern. Er überlegt jetzt nur gerade, ob er vorher tradet. Das werden so viele Hunde werden.
Kill Command, wirklich? Ich glaube, man muss sich hier Kill Command aufheben. Einfach nur, weil die einzige Chance, wie man hier gewinnt, glaube ich, einfach purer Schaden aufs Gesicht deines Gegners ist. So, wenn du irgendwo bei 3-4 HP rumkrebst, musst du in der Runde deinen Gegner einfach finishen können. Oh, ist einfach so viel Schaden, was da liegt hier für Ikaros. Wir können ja mal zusammenzählen. Also abgesehen von Unleash, hat er erstmal eine Glaive Zuka. Mhm. Das sind schon mal 2 Schaden. Die werden aber auf jeden Fall benutzt, um die Snack Crab auszulösen. Das wollte er nicht haben. Er wollte die 3 aufs Gesicht haben. Boah, geht er trotzdem Face. Wow, sehr interessant. Oh und Gott, jetzt wird es ärgerlich. So. Ja, weißt du, Howard, finde ich tatsächlich sehr gut die Entscheidung, weil er sagt sich, okay, ob ich den jetzt töte oder nicht, macht keinen Unterschied. Will Unleash. 2 Schaden nämlich sowieso und wir hören den Conceit im Hintergrund. Ja. Wow. Maynard Teacox. Doppel-Conceit hintereinander, obwohl er 1-0 in Führung gegangen ist. Ja, 2-1 für Ikaros. Eieiei. Ja, muss ich jetzt auch denken, wow.